der Stelle, sonst werden sie zerstört. Wir müssen ihre Waffensubsysteme ausschalten. Das verschafft uns genug Spielraum zum Springen. Ah, das ist schon alles, ja? Das oder wir fliehen zum Planeten. Deine Entscheidung. Haltet euch gut fest! Rechte Seite. Ich weiß! Schilde ausgefallen. Das ist nicht gut. Oh. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Outlaws. Wir sind tot und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir aus dem System raus. Letzte Folge haben wir aufgehört damit, dass wir hier, ein bisschen Action hatten. Wir haben jetzt 2000 Kredits verloren. Aber gut, so ist es halt leider. Lass mal ganz kurz checken, das Vermächtnis. Okay, die 5 machen sich noch eine Suche nach einem weiteren Hacker. Da sollen wir hin. Das heißt, wir gehen eigentlich zurück nach Akiva, ne? Wenn ich das richtig sehe. Müssen wir wieder zurück nach Akiva und dort ein bisschen Action machen. Wir haben auch noch nicht den Erfolg bekommen, dass wir alle Quests auf Akiva abgeschlossen haben. Dementsprechend, wir sind da noch ein bisschen unterwegs. Was für uns bedeutet, wir kehren zurück auf den Planeten, wo wir schon mal waren, auf den Dschungelplaneten. Na, und schauen wir, ob wir da vielleicht noch einen Hacker finden oder so. Ich glaube, unser letzter Hacker, das war Hoss, wenn mich nicht alles täuscht. Und den haben wir ja... Also, der hat sich ja selber... Also, der ist ja... Ja, mein Gott. Also, wir konnten dafür jetzt nichts, ne? Wir hatten damit nichts zu tun. Okay, wieder zurück auf den Planeten. Jalen wartet immer noch auf deinen Rückruf. Ah ja, machen wir gleich mal, bevor wir das aber machen. Alter. Sag mal. Warum ist das hier so laut? Boah. Sehr heftig. Gehen wir erstmal in unsere Lieferkiste. Oh, guck mal, wir haben 1,5 Kredits wieder bekommen. Blaster Umweltsystem und wir haben der gesetzeslosen Hose. Ja, cool. Okay, pass auf, dann gehen wir mal ganz kurz gucken. Können wir an unserem Blaster vielleicht irgendwas ändern? Oh, warte mal. Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlag. X394. ND? D. Multiples Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Okay, was ist passiert? Ich sehe nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist er nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jalens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch eine Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tamen reden. Jetzt Kay. Oh oh. Das ist ganz und gar nicht gut, würde ich mal behaupten, ne? Neue Quest, Vermächtnis. Okay. Ich glaube, ND5 hat Probleme. Das ist nicht gut. Ich wollte eigentlich nur noch mal im Blaster gucken, aber ja, jetzt können wir vielleicht gucken. Geil. Pass auf, Plasma, was können wir machen? Das ist aber wieder dieser Feuerburst, ne? Den will ich ja gar nicht haben. Da können wir was verbessern, will ich nicht. Hier haben wir was Neues. Guck mal, Stoß. Das Ionenstoß. Ach, das ist wie so ein Dings. Ich meine, wir machen das mal.
Eine improvisierte Ionenkanonenkonfiguration mit einem Ionenschuss auf kurzer Distanz, der stark gegen Schilde und Droiden ist. Ja, nehmen wir mal mit. Will ich aber eigentlich gar nicht. Wir behalten erstmal den hier. So, dann haben wir noch Power. Was können wir da machen? Oh, da können wir eine Verbesserung für unsere, für den Blast, den wir haben. Geil. Hier direkt installieren. Der Schuss wird mit einer höheren Geschwindigkeit abgefeuert, sodass seine effektivere Reichweite steigt. Geil. Nehmen wir mit. Perfekt. Okay, wunderbar. Super nice. Pass auf, dann quatschen wir mal okay. mit... Ruf Jalen zurück, wenn du Zeit hast. Jetzt geht's ihm auf einmal wieder gut, oder was? Crazy. Was gibt's? Okay. Wie geht es deinem Freund Gedenk? Er wird bereit sein. Gut. Weißt du, eigentlich wollte ich nicht, dass du deine eigenen Leute zu diesem Coup mitbringst. Aber du hattest recht. Es hat funktioniert. Ja, ich wünschte nur, es hätte nicht so viel Aufsehen erregt, ihn da rauszuholen. Unerwünschte Aufmerksamkeit lässt sich in unserer Branche kaum vermeiden. Pass nur auf, dass du sowas immer heil überstehst. Hey, das ist der Plan. Wir reden später. Na, ja, ja. Schauen wir mal, was mit Gedenk passiert. Ich bin sehr gespannt, mit ND5 passiert. Ich hoffe, da ist alles gut. Was ist das denn hier? Oh. Fehlgerichteter Hydroschlüssel und Trophäe Jade Camtono. Okay, geil. Wir haben irgendwas aufgesammelt. Nice. Cool, cool. Okay, wir sollen zum Mirra Haupthafen. Ich würde aber sagen, bevor wir da jetzt mit dem Gleiter hindüdeln, lass uns da per Schnellreise hinreisen. Komm. Ganz ehrlich, da gehen wir per Schnellreise hin. Let's go. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, da mit dem Gleiter ewig hinzupimmeln. Da sind wir ja gleich hingereist, das ist ja in Ordnung. Dafür gibt es das Feature ja auch, ne? So, erreiche die Landeplattform. Wunderbar. Okay, dann gehen wir mal zu Temmin und gucken mal. Wir brauchen so ein komisches Ding für ND5, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Dick, bitte sag mir, dass die Fabrik in der Nähe ist. Das würde ich gern. Aber nur Temmin weiß, wo sie ist. Das ist Zeitverschwendung, Kay. Wenn meine Systeme versagen, dann versorgt dich Jalen mit angemessenem Ersatz. Bitte, spar dir deine Energie, ja? Das bringt uns ja auch nichts, wenn ND5 uns bis dahin umgebracht hat, ne? Das ist ja dann auch Schwachsinn, im Grunde genommen. Deswegen, wir müssen den schon irgendwie reparieren. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich habe aber fast das Gefühl, dass das nichts bringt. Was machen wir, wenn Temmin ihm nicht helfen kann? Nicht viel, Kay. ND5 ist ein alter Droide. Er braucht einen Mischregulator von einem Original-BX-Energiekern. Bitte, sprecht einfach weiter so, als wäre ich nicht hier. Äußerst erhellend. Ja, wir tun ja schon, was wir können. Ruhig dich mal. So, alle Wertsachen verkaufen. Let's go für 861. Nice. Ciao. Okay. Passen Sie auf sich auf. Ja, immer doch. Wo ist denn dieser Laden? Oh. Hi. Okay, was ist das? Okay, irgendein Erz. Nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und ich glaube, hier ist der Laden, ne? Huch, Alter. Ach, ihr seid ja hier. Hallo. Da wären wir. Okay, ich hoffe, der ist zu Hause. Hör zu, Kleiner. Sag mir einfach, wo ich Kay West finden kann. Wie wär's, wenn du einfach einen Abgang machst? Kay? Das ist mal ein leichtes Todesmal. Aha. Kennst du meinen Kampfdroiden schon? Als hätte Serik Besch Angst vor dieser Rostbeule. Hey, NT, du hättest mich fast getroffen. BX meldet sich zum Dienst. Ein funktionierender BX? Die habe ich bisher nur in Einzelteilen gesehen. Er wird nicht mehr lange funktionieren. Sein Energiekern versagt. Und du sollst wissen, wo wir einen neuen herkriegen. Eigentlich hatte ich vor, das geheim zu halten. Aber gut, dann kommt mit. Ich zeig's euch. Na, schauen wir mal. Die Katakomben führen zur Fabrik. Unfassbar, was für Zeug man da unten finden kann. Ich frage mich, wessen Idee es war, Mirra auf einem Friedhof zu bauen. Es ist ein effizientes Design. Ich mag dich nicht, wenn du defekt bist. Ja, das kann ich fühlen. Also, der Weg in die Fabrik beginnt in deinem Keller. Warum glaubst du, habe ich das Haus gekauft? Krasser Typ, krasser Typ. Oh, guck mal, hier liegt also so eine... Also, die Monsunsaison beginnt bald. Mein so üblicher Weg ist überflutet. Aber geil. Ihr kriegt das schon hin. Richtig? Tja, müssen wir wohl. Danke, Temmin.
Ja, guck mal, hier liegt so ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Dinger heißen, ich habe keine Ahnung, ne, aber hier auf dem Tisch. Aus Star Wars Episode 1 ist das, glaube ich, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie die Dinger heißen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die aus Episode 1. So viel weiß ich. Okay, let's go. Ich hoffe, Indy 5 macht keinen Scheiß. Also, was meinst du, ist hier unten begraben? Sag bloß, du hast Angst im Dunkeln. Was? Ich habe keine Angst. Es ist nur... In Cantobald gab es immer Millionen von Lichtern. Mhm. Bleib bei mir, ja? Ich glaube, so ein bisschen scheißt er sich schon in die Hose, ne? Okay, gab es auf jeden Fall zwei Wege. Das ist schon mal interessant. Hier kann man drunter durch. Hä? Was denn jetzt? Hey, ich sehe eine Energieleitung. Ich sollte den Weg zur Fabrik weisen. Gut, ich vertraue dir. Ist jemand in der Nähe? Oh, warte mal, da liegt was. Das muss Temmons üblicher Weg sein. Okay. Er hatte recht, er ist überflutet. Okay, wir dürfen auf jeden Fall auch nur den Weg gehen, der hier quasi über diese Energieleitung führt. Was ist denn das? Okay, wir sind auf jeden Fall nicht allein hier unten. Good to know. Einfacher macht es die Sache aber tatsächlich nicht. Sehr gut. Ist das auch ein Gegner? Hä? Okay, nee, scheinbar nicht. Es wurde nur gerade rot angezeigt, deswegen dachte ich, aber ist es nicht. So, warte mal, hier geht's nicht weiter. Tatsächlich, wo? Ja. Müssen wir da irgendwie durchkommen? Muss ich vielleicht... Ah, okay, alles klar. Das wurde uns also rot angezeigt, ich verstehe. Okay, aber wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Das wurde von Separatisten errichtet. Die Fabrik kann nicht weit sein. Oh, warte. Okay, hier geht's nicht nach oben. Na, schauen wir mal. Wie kommen wir denn da nach oben? Na, wir müssen hier durch, ich sehe schon. Plump, einmal durchgewatschelt. Guten Tag. Hallo. Na, ihr Süßis. Okay, hier geht's nach oben. Warte. Oh, Moment. Erstmal den Loot-Finger ausstrecken. Upsala. Fantastisch. Okay, hier geht's einmal nach drin. Da braucht man einen Fusionsschneider für. Haben wir den? Warte mal. Fähigkeiten, Ausrüstung. Ist das hier? Die haben wir bereits ausgerüstet. Wo können wir denn? Ach, hier bei Fähigkeiten wahrscheinlich, ne? Mechaniker ist das doch bestimmt. Ich habe das mit den Fertigkeiten noch nicht so ganz gerafft. Kann man die einfach on the fly? Wir hätten die halt mal befreien müssen hier, ne? Den Hacker zum Beispiel und so, das hätten wir, glaube ich, mal machen sollen. Bei Gelegenheit müssten wir das, glaube ich, mal machen. Dann kämen wir nämlich jetzt da rein, könnten ein bisschen Stuff looten. Lassen wir die Leiter runter. So geht's. Gut gemacht, Kay. Wir kommen rauf. Achso, okay, warte. Dann kommt jemand nach oben. Auch gut. Come on over, have some fun. Ach, Sackgasse. Nicht für uns. Ich gehe nie ohne meinen Fusionsschneider aus dem Haus. Ah, okay. Gut, never mind, ich hab nichts gesagt. Krasser Typ. Machst du gut. Ja, super. Okay, hier geht's direkt in drei verschiedene Richtungen. Okay, hier liegen noch mehr von denen rum. Hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Und das nehmen wir natürlich mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Weiß man nie, wofür man es gebrauchen kann. Hey, Bro. Huch. Was war das denn? Okay, ich glaube, da können wir gleich in die Tür. Wir gucken aber erstmal, ob wir hier vielleicht noch irgendwas anderes finden. Da kamen wir gerade rein.
Guck mal, hier liegt noch ein bisschen Kram rum. Bisschen Durastahl, bisschen Grobtuch. Nehmen wir beides mit. Und hier geht's auch nochmal lang. Ah, guck mal. Perfekt. Okay. Dann wollen wir nochmal gucken. Kommt ihr? Ach, warte mal. Natürlich krabbelt die da nicht durch, ne? Ist ja klar. Nix. Halt das mal für mich, ja? Okay, das hätten wir. Der Turbolift stammt noch aus den Klonkriegen. Kannst du ihn wieder aktivieren? Ja oder nein? Achso, er ist schon dabei. Okay. Gedick, bist du sicher, dass die Liftkonsole noch funktioniert? Ah, nein, sieh dir das an. Ein Kurzschluss. Dann musst du bloß eine andere Energiequelle für den Turbolift finden. Unten müsste es eine Hilfskonsole geben. Hm. Ja, ich traue diesen ganzen Robotern hier noch gar nicht, ne? Diesen ganzen Druiden, die hier rumstehen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst, dass wenn wir diese Energiequelle nutzen, dass die sich aktivieren oder so und dann uns auf die Schnauze hauen wollen, weißt? Bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber schauen wir mal. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Wir sind ja erfahren mittlerweile, was das angeht, ne? So. Und dann auch noch hier runter. Let's go. So. Schauen wir mal, wo diese Energiequelle ist. Oh Gott, müssen wir da rüber springen? Ach du Scheiße. Ich hasse das. Gut. Gut, gut. Oh, warte kurz, den Datenstift. Oh, warte, ich bin schlecht. Scheiße. Okay. Manchmal ist das echt. Manchmal ist das echt crazy. Aber gut. So. Okay, was haben wir hier? Hier. Ach, das ist eine komische Konsole. Wunderbar. Hier ist noch ein bisschen Stuff. Da ist noch eine Tür. Die kriegen wir wahrscheinlich gleich auf. Das ist wieder so ein Druide. Ich trau dem Ganzen nicht, ne? Ich trau dem Ganzen nicht. Aber interessant, dass das alles nicht mehr funktioniert, außer dieser Computer. Der geht natürlich noch. Perfekt, perfekt, perfekt. Na, ideal, hat wunderbar funktioniert. Geil. Okay. Ich aktiviere jetzt die Hilfskonsole, Gedick. Okay, ich bin gleich unten. Ich repariere nur schnell noch ein paar rostige Konverter. Ja. Wie wär's, wenn du dich etwas beeilst? Ich glaube, ich bin hier nicht allein. Oh Gott. Such die Deckung nicht! Ah, Griff! Hm. Oh. Sag mal! Hey, ich höre Blasterschüsse. Alles in Ordnung? Das sag ich dir, wenn ich überlebe. Boah, Alter! Sag mal! Los! Boah! Sind sie tot. Schön, dass ihr auch da seid jetzt, ne? B1275 kommen. Einheit B1699 kommen. Einheit B1888 Diagnose und Schadensbericht. Die sind hinüber in D. Wir müssen weiter. Ja. Das ist mir klar. Ich schalte mal das Tor an. Mhm. Was heißt das? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Andy noch durchhält. Die Republik hat wohl die Fabrik gefunden. Annäherungsalarm. Was ist los, Andy? Unsere Position ist umstellt. Gehen wir mal auf zu schießen.
klar. Er ist in Transportstasis. Okay, aber das Kontrollpult ist durch. Ich suche uns einen anderen Weg durch die Tür. Hier, nimm einen Fusionsschneider. Hast du schon mal mit sowas gearbeitet? Ich habe genug von denen im Südviertel gesehen. Ja, wie du meinst. Mal sehen, was ich für ND5 tun kann. War ja klar. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Fusionsschneider. Das ist, glaube ich, ganz nice. Habe ich mich gerade noch gefragt, wie man den bekommt. Und jetzt so bekommt man ihn. Geil. Okay. Schauen wir uns hier auf der Basis mal ein bisschen um. Hier kommen wir nicht weiter. Nur noch mal gucken, ob hier irgendwo ein bisschen was rumliegt. Aber bis jetzt tatsächlich gar nicht. Kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Okay, hier ist nichts soweit. Hier ist auch nichts. Zack, einmal rein hier und dann können wir hier direkt mal den Fusionsschneider ausprobieren. Jiha! Also, geil. Das hat funktioniert. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir erstmal nach unten. Hüpf. Da liegt ein bisschen Stuff. Moin, moin. Was geht? Hier kommen wir nicht durch, ne? Ne. Okay, hier müssen wir wieder Fusionsschneidern. Okay. Kannst du das für mich öffnen, Nix? Gleich. Erstmal ein bisschen looten. Und hier kommen wir auch nochmal rein, warte. Wenn ich es dann hinbekomme. Sehr gut. Hä, krass. Ach, das war aber gar nicht die Tür, die wir öffnen sollten, oder was? Hä? Okay, Lul. Nix, du bist am Zug. Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Aber passt schon. Hey. Ich beende die Stasis von ND5. Woher wissen wir, dass er uns nicht erschießt, wenn du ihn anschaltest? Ich kann ihn auf keinen Fall schleppen. Und du? Na gut. Weg hinauf. Kay. Was ist passiert? Wie lange war ich deaktiviert? Mach dir keine Sorgen. Bleib einfach bei Gedeck, okay? Wir sollten ihn im Auge behalten, so leid mir das tut. Die Fabrik. Okay, was war denn hier? Guck mal. Alter. Was? Krass. Okay, die beiden Sachen nehmen wir mal mit. Durastahl? Ja, ihr braucht mir nicht folgen. Nö, ich war nur im Looten. Alles gut. Komm mit. Basteln könnte. Ja, ich verstehe, warum Temmin die Klappe gehalten hat. Ich wurde an so einem Ort konstruiert. Genau deshalb sind wir hier. Wartet hier. Ich kümmere mich um die Tür. Ah ja. Ach, warte. Hier nach oben und hier rüber. Zack, 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 zack. Und einmal hier rüber. Ideal. Ach, hier, nix. Mama. Hey, halt das mal auf. Nee, warte mal, lass das doch mal. Oh, warum ist denn so schnell? Kannst du das für mich offen halten? Sehr gut. Okay, hier geht's nach oben, hier geht's nach unten, aber ich glaube nicht, dass wir dahin wollen. Das sieht mir zumindest nicht so gut aus. Aber ich glaube, wir sind drinnen im Kontrollraum. Höp, 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 höp. Einmal nach hier oben, bitte. Super nice. Okay, hier ist nichts. Manchmal wüsste ich gerne, wie solche Orte aussahen, bevor alles kaputt war.
Okay, wenn wir Schloss überbrücken, machen wir natürlich. Schlecht. Schlecht. Schlecht, schlecht. Und ich heule wieder schlecht, das gibt's doch gar nicht. Geht doch. Meine Güte. Junge, Junge, Junge. So, auf Güter zugreifen. Let's go. Öffnen. Bam. Nice. Klasse, Kay. Das Tor öffnet sich. Wir sehen uns drin. Ich hoffe, dass wir uns drinnen sehen. Und zwar lebendig, bitte. Oh, ernsthaft. Hey, Gedick. Ich komm hier nicht raus. Kannst du mir helfen? Kein Problem. Warte kurz. Spring doch einfach hier raus. Hä? What the fuck? Wir crawlen die ganze Zeit durch das im ganzen Spiel durch irgendwelche engen Gassen und können hier nicht raus? Ich mag Videospiellogik manchmal nicht. Gut, gehen wir. Manchmal mag ich Videospiellogik nicht. So, ist hier vorne irgendwas? Warte mal. Mach schon! Ja, beruhig dich doch mal. Muss ja nicht gleich so aggressiv werden. Das ist unglaublich. Siehst du das, Kay? Druiden. Hunderte Druiden sind hier unten. Ziemlich gruselig, aber es gibt nur einen Druiden, um den ich mir gerade Sorgen mache. Okay, ja, Konzentration. Oh, ist das ein Kommandomodell? Gedick! Okay, warte. Sehr gut. Alter. Okay, warte mal, kurz hier runter. Sachen einsammeln. Nice. Wow, ist das riesig. Das ist einfach alles unter Tammins Keller, weißt du, was ich meine? Holy shit. Alter, ist das Bild. Junge, 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 Junge. Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Not again. Hey, der Turbolift hat keinen Saft. Ach, funktioniert hier drin überhaupt irgendwas? Naja, das Ding ist 150 Jahre alt, ne? Jalen zu kontaktieren. Meine internen Systeme fahren herunter. Gedick, kannst du was machen? Er braucht eine stabile Energiequelle. Such dir eine Konsole und schalte den Lift an. Okay, schon dabei. Hier runter wahrscheinlich, ne? Okay, hallo Freunde. Ihr bleibt bitte alle deaktiviert, ja? Ihr aktiviert doch nicht aus irgendeinem Grund. Okay. Immer schön entspannt bleiben, Freunde. Hier kommen wir nicht drunter durch, ne? Nee. Sind das? Nee. Ich dachte vielleicht, dass wir die Dinge aktivieren können, aber können wir nicht. Wir müssen hier hoch. Okay. Ich brauche Strom für diese Konsole. Ein Generator läuft. Ich muss nur noch einen Weg durch diesen Montageraum finden und die anderen beiden starten. Oh, fantastisch. Wenn es nur das ist ja fast gar nichts, ne? Okay, das ist das Ding, glaube ich, was läuft. Läuft bei dir. Glaube ich. So, dann einmal hier rüber und einmal hier hoch. Da vorne ein bisschen looten. Schmöpp, schmöpp, schmöpp. Und dann da drüben dran. Psst. Oh Gott. Hallo, Freunde. Wie gesagt, ihr bleibt alle schön deaktiviert, bitte. Danke. Achso, warte. Hier können wir nach oben. Oh boy. Das ist schon sehr geil, ne? Dass die gerade solche Schauplätze hier gewählt haben, finde ich fantastisch. Ich finde das ganz großartig. Allein deshalb finde ich Star Wars Outlaws schon mega geil. Und ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber hey.
Okay. Oh Gott. Wieder Jump and Run. Hilfe! So, dann einmal hier hoch und erst wieder ein Schacht. Let's go! Ist aber krass, dass die ganzen Computer und so noch funktionieren, ne? Das ist gerade wie, als würden wir so ein Lost Place erkunden. Sehr gut, nehmen wir alles mit. Oh, was war das? Geil. Okay, hier liegt noch ein bisschen, was ist das? Transpari-Stahl, nehmen wir mit. Wir können bestimmt bald wieder was upgraden. Das ist sehr angenehm. Und dann können wir einmal nach rechts, aber hier ist nichts. Und nach links. Hey, ich glaube, ich kann ihn stabilisieren. Zumindest für eine Weile. Tu, was du kannst, okay? Sehr gut. Noch ein Generator. Achso. Nur klar, der Aufzug funktioniert natürlich noch, ne? Sicher, sicher, Herr Makelski. Okay, das können wir mitnehmen. Okay, gehen die Dinger an? Natürlich. Warum hat die sich jetzt nicht festgehalten? Das verstehe ich nicht. Eigentlich hätte sie sich festhalten sollen, hat sie nicht. Na gut. Noch ein Generator. Oh. Dann machen wir das halt nochmal, ne? Okay, wir warten ganz kurz. Ah, wunderbar, jetzt. Okay, wir werden hier in der Mitte einmal ganz kurz warten müssen. Das ist mir zu knapp, ehrlich gesagt, da jetzt wieder ranzugehen. Ja, okay, wir hätten es wahrscheinlich geschafft, aber ist egal. Wir warten kurz einmal zu lange als einmal zu kurz. So. Und jetzt rüber da. Fantastisch. Okay, hier noch. Gott. Junge, Junge, Junge. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schalten wir den zweiten Generator ein. Naja, dann hoffen wir mal, dass das sich mit ND5 noch einigermaßen irgendwie regelt, ne? Ich bin mir da ja ein bisschen unsicher. Aber schauen wir mal. Ich bin mir sehr unsicher. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben jetzt alles hinbekommen, ne? Also, Dankeschön fürs Zuschauen hier bei Star Wars Outlaws und wir hören und sehen uns, also wir hören uns, nicht sehen uns, wir hören uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder, wenn es weitergeht, mit einem weiteren Rundchen. Ne? Macht's gut, bis dahin und haut rein. Tschüss.